Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Days Gone. Ich sag's gerne nochmal, Dark Dex Gaming, vielen Dank fürs Followen. Ich hoffe, du wurdest eingeblendet. Ich gehe da einfach mal von aus. Ansonsten ruhig auch einmal in den Chat schreiben, dass ihr gefollowt seid, weil ich höre es leider nicht, wenn ich auf der Konsole aufnehme und streame. Also ich streame über den Rechner aber und nehme auch auf, aber wenn Konsole, Headset ist an meinen Monitor angeschlossen. Und dann höre ich immer nur das, was ich aktuell auch sehe und was ihr halt seht. Nur halt die Alerts nicht, weil die über den Rechner laufen. Also über den Desktop-Sound und den habe ich hier nicht auf dem Ohr, wenn ich nicht den Desktop vor mir sehe. Deswegen geht das leider nicht. Aber wie gesagt, vielen Dank. Jetzt bist du auch nochmal im Let's Play erwähnt worden. Ich hoffe, das stellt dich zufrieden für deine 2 Follows auf jeden Fall. Danke, danke. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit Pflanzenpflückerei. Pflanzenpflückerei. Wo ist sie? Da. Und das da sieht schwer nach Bunkereingang aus. Vorher gucken wir hier nochmal. Munition Max. Wie kann das denn sein? Wahrscheinlich, weil wir kaum schießen. Schießen? Wir schießen kaum. Weil wir schießen kaum. Guck mal, da liegt noch ein Leiche. Ach ja. So, dann war hier noch irgendwo eine Pflanze. Hier ist der Bunker. Na bitte. Hier sind Mechanical Parts. Da hinten ist noch so ein Baum, damit können wir Bolzen machen. Ich weiß, ich habe die Armbrust abgelegt. Oh, ist auch schon voll. Na toll. Können wir mit der irgendwas machen? Nee. Was ist das denn hier eigentlich? Kategorie Fallen. Okay, haben wir noch nicht. Und da war gerade Plus. Achso, das heißt, dass ich ihn noch so erweitern kann. Ich kann den Schalldämpfer. Kann ich ihn auf Scharfschützengewehr setzen? R1. Nee, kann ich nicht. Schade. Nur auf die Pistole bis jetzt. Primär, Spezial, Handfeuer. Braucht einen vernünftigen Schalldämpfer eigentlich mal, ne? Okay, dann rein in den Bunker, würde ich sagen. Bunkern wir uns mal weg. Da kriegen wir auch wieder... Ach, Manu. Sag mal, ist zufällig Fierk auf Waffe wegstecken? Kann das sein? Ich teste das gleich mal, warte mal. Jetzt. Warte doch mal, Kollege. Das haben wir jetzt mal auch nicht gemacht. So, ich will mal die Waffe. Halte gedrückt. Nee, sie ist nicht. Ganz toll. Na gut, dann los, Wander. Ach ja. Schön, dass bei solchen Camps immer Bunker sind. Ich hoffe, wir kriegen Informationen für die nächste Injektion. Eine haben wir aus Versehen entdeckt. Eventuell wäre sogar die Info gewesen, die wir hier kriegen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier einer drin ist, aber ich sollte eventuell damit rechnen. Hier gibt es auch nur eine Sache, die wir sehen können. Hier haben die Betten oder Regale. Oh, meine Nase juckt. Moment. Uiuiui. Ich glaube, ich muss niesen. Moment, ich mach kurz Mikro raus. Der ist natürlich wie immer ein Fehlalarm. Ja, wie soll es auch anders sein? So. Guck mal, hier gibt es Schrauben und so ein Scheiß. Leider sind unsere Taschen voll. Ich hätte keinen Rucksack oder sowas. Ich meine, diese kleine Bauchtasche hier. Oder irgendwie, wo wir Material lagern könnten. Wäre auch schön. Das Spiel setzt also auch zum Teil auf Realismus. Was leider meinem Looterfinger immer sehr weh tut, weil wir immer so viel liegen lassen müssen. Das ist leider immer ein bisschen doof. So, was haben wir denn hier? Eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. Horse Creek Hinterhalt Camp 16%. Koblenz Camp. Ja, wir haben ein Vertrauen. Juhu. Hinterhalt Jäger. Wo ein Plünderer hinterhalt Camps errichtet. Ich muss sie ausradieren, sonst werde ich immer wieder auf Scharfschützen, Wäschelein fallen oder Schlimmere stoßen. Wäschelein fallen. Ach du Scheiße. Herstellungsrezept. Ausdauercocktail. Davon haben wir einen gefunden. Macht das Camp ausfindig, ja. Was bringt denn diese Ausdauer? St. John, hier ist Copeland. Ich habe Boozer länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist sein Kumpel.
Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Cope vorbeischauen. Das wäre echt nett von dir. Copeland Ende. Was halt auch schön wäre, ist, wenn wir Sachen in den Waffenschrank legen könnten und dass da nicht nur Sachen drin liegen, die wir gekauft haben, sondern dass ich jetzt sagen könnte, guck mal, ich habe hier eine Waffe gefunden, ich würde die hier gerne einlagern. Weil hier ist die Pistole und hier ist die Armbrust drin, die brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Das ist leider ein bisschen doof, wie ich finde. Also das ist echt nicht geil. Was wollte ich gerade noch sagen? Genau, einmal auf die Karte gucken. Was haben wir denn so freigeschaltet jetzt? Aha, eine Menge eingezeichnet. Ja. Nö. Nee, sehe ich nicht. Benzin. Okay, hier gibt es Benzin ohne Ende. Entschuldigung. So, hier haben wir... Wo ist denn hier jetzt eine Menge eingezeichnet gewesen? Das Einzige, was hier neu dazugekommen ist, ist diese Hinweistafel. Und mehr nicht. Guck mal hier. Hier ist auch noch irgendwas. Okay, da müssen wir hier außen rumfahren. Okay, die Map geht noch bis hier. Aber guck mal, hier unten ist auch noch eine Stadt. Das sieht auch noch einen interessanten Ort aus. Den markiere ich mal. Ist das? Schnellreise nicht möglich. Bike ist zu weit weg. Ja, weiß ich selber. Horse Creek. Deacon räumt das Plünderer Hinterhaltcamp, entdeckt neue Standorte, einen Lagerort für seine Waffen und einige neue Rezepte. Ja, einige neue Rezepte auf jeden Fall. Nee, doch. War das hier? Nahkampf überlebt. Story. So. Ja. Gut, dass das Wischen geht immer gut. Trophäen. Besiege deine erste Horde. Ach du Scheiße. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich wissen, wofür ist dieser Ausdauertrank? Der steigert wahrscheinlich unsere Ausdauer für kurze Zeit. Also ist wahrscheinlich keine dieser Spritzen, ne? So, was haben wir denn hier? Den hier Kontrollpunkt müssten wir machen, das Ende der Welt. Oder den. Ich erinnere mich, ja, hier gibt es erstmal nichts weiter. Das ist, glaube ich, die Hauptstory. Weil die ist so lila und ganz oben. Erstmal Bruder, hier geht's weiter. Entschuldigung. Aber ansonsten ist hier nichts mehr drin. Nester zerstört haben wir. Ah, das ist abgeschlossen, ne? Suche nach Nero. Das sind die einzelnen Dinger. In Stücke gerissen. Ja, das ist halt noch. Oh, Entschuldigung. Hier haben wir schon mal 50%. Das ist auch gut. Hier fehlt noch was. Ist im Moment aber nicht verfügbar. Sie haben nur die beiden Sachen. Ich würde gerne eigentlich den Kontrollpunkt machen. Einfach um mal zu testen, ob wir vorher die Dinger ausmachen können. Aber hier würde ich auch gerne hin. Da würden wir auch gleich an dieser Forschungsanlage vorbeikommen. Das heißt, hier könnte auch noch irgendwo eventuell ein Camp sein. Aber ich würde auch gerne den machen. Aber den könnten wir auch, weil hier ist aber auch wie so ein großes Gebiet, ne? Schwierig, 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 weil hier unten ist das Ende. Hier könnten wir uns hocharbeiten dann. Weil hier oben ist auch noch ein verseuchtes Gebiet. Das würde ich aber auch nur tagsüber angehen. Und hier wäre halt der Kontrollpunkt. Der ist halt ganz im Norden, ne? Der ist halt ewig weit weg. Wir haben noch zwei unentdeckte Sachen. Und es gibt 8 Horden hier, die wir ausschalten können. Ach du Scheiße, wie sollen wir das denn machen? Wir können ja nichts tragen, wir haben keine Munition, gar nichts. Wie sollen wir das denn machen? 2 von 12 Nero-Informationen, ja, das ist auch ganz toll. Na da noch, weiß ich nicht. Ich lasse das erstmal offen. Wir machen jetzt erstmal das als nächstes. Scheiße, ich habe den Timer nicht gestartet, ne? Weil ich doof bin. Scheiße.
Okay, wir haben gerade angefangen. Dann, keine Ahnung, würde ich mal eine Viertelstunde als Counter nehmen. Wie spät ist es denn? Ist, glaube ich, gerade tags geworden, ne? Hätte ich auch gleich gucken können. 11 Uhr, okay. Dann brauchen wir nicht pennen. Aber wir können hier speichern, ne? Ja, endlich mal wieder. Schnell speichern. Sehr gut. Dann raus und dann geht's weiter zu dem nächsten komischen Camp. Dafür müssen wir aber erstmal zurück zum Moped. Da ist die Frage, was ist der kürzere Weg? Der hier, wenn ich jetzt hier lang gehe, ne? Über die Brücke wäre dämlich. Markierung setzen. Bergung nicht möglich, Bike ist zu weit weg. Habe ich jetzt eine Markierung gesetzt? Ja. Gut. Dann geht es jetzt hier runter. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich eine Horde über den Weg laufen. Es gibt 8 Horden hier in dem Gebiet. Gott, ich hoffe, ich treffe nicht aus Versehen auf eine. Ich weiß nämlich nicht, wie ich die alle machen soll. You have been warned. Ach du Scheiße. Okay. Die sind konsequent bei ihren Zeugs. You're dead. Nature Trail. Ich weiß, wir haben eine Horde, haben wir schon mal gesehen. Gleich am Anfang. Im Storyverlauf. Aber ich schätze mal, wir werden unsere erste Horde werden wir nicht einfach so erledigen. Sondern die wird uns, glaube ich, schon angezeigt. Ich glaube, ich hätte da hochgehen sollen, ne? Jo. Okay. Dann machen wir mal einen kleinen Spaziergang durch den Park. Weil ich ja sonst zum Glück keine anderen Hobbys habe. Ach, das ist draußen, glaube ich. Ich habe so einen Summen auf dem Ohr. Ah, das kommt, glaube ich, von draußen. So, zurück beim Holzfällerlager. Der Way is free. Und unser Moped ist, glaube ich, fast leer. Na, wie viel noch? War nur ein Kilometer. 30% Benzin weg. Warum auch nicht? Bestimmt gut auf der Straße zu fahren. Die wimmelt schon wieder vor Gegnern, wenn ich das richtig sehe. Oder wofür ist der Kreis? Der lebt, glaube ich, noch. Ich lasse mal ausrollen. Ich glaube aber, das macht keinen Unterschied. Da ist ein Wolf. Den entfleuche ich mal. Mist, der kommt. Na, leck mich doch. Blöde Scheißvieh. Was geht? Ach, frisches Fleisch. Wer war das? Eins, zwei, drei, vier. Da ist noch einer. Ich stehe hier gut in Sicht, ne? Da ist auch noch einer.
Ja, mal Deckung gehen. Bushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Bushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Mach ich gerade. Aber irgendwo rennt hier noch einer rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Irgendwo ist noch einer, der nicht markiert ist. Den sehe ich aber leider gerade nicht. Das war nicht so gut. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Weil ich von einem Wolf angegriffen und abgelenkt wurde. Großartig, ne? Richard. Da ist der eine. Wenn die uns jetzt finden, dann sind wir sofort tot. Aber instant. Hier ist jemand. Siehst du irgendwas? Vielleicht hier im Gebüsch? Okay, die holen langsam wieder ab. Er versteckt sich im Gebüsch. Ja, ja. Wo ist jetzt der eine hin, der noch nicht markiert ist? Da. Da schießt jemand. So, jetzt haben wir alle markiert. So kann man die natürlich auch rauslocken. Er geht pauschal in Deckung. Und ich wähle mal meinen Stein aus. Versuch mal. Ach komm. Kommen beide hierher oder was? Okay, der eine, der scheint mich irgendwie gesehen zu haben. Was macht der da? Ist der doof? Ich meine, klar ist der doof. Ach verdammt! Wo ist der? Dumm. Lappen voll. Ja, der Lappen ist voll. So. Ganz ruhig abwarten, bis sie da weg ist und hoffen, dass er hier hinterm Baum kommt oder die Leichen sieht von unten. Ist jemand? Was hast du entdeckt? Ach, ficken. Scheiße. Junge, Scheiße. Hoch. Okay, ich muss die irgendwie anders hierher locken. Das hat natürlich keiner gehört. Warum auch? Das auch nicht. Wie viele Steine haben wir eigentlich so in der Tasche? Frag für einen Freund. Das wird die hören. Das nicht mehr. Das wird die hören. Wo ist sie hin? Jetzt rennt da unten wieder einer unmarkiert rum. Ist sie gerade despawned? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir müssen noch 7 wegräumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä?
Was ist das denn? Die ist gerade despawned. Und jetzt fehlt mir wieder eine Markierung. Oder? Ich habe ihn gerade genau gesehen. Der rannte da oben gerade rum. Wo ist er denn jetzt? Da zwischen den Bäumen. Da ist er. Hä? Was war das denn? Was ist das für ein scheiß Bug, Alter? Ich habe die gerade angelockt, Mann. Diesmal würde ich nicht despawnen, außer da ist ein schwarzes Loch, das wäre ungünstig. Hier ist doch was. Hier. Ich hab was gehört. Hörst du das? Hey. Du bist ruhig da unten. Dreh mal um. Moment, alles mitnehmen. Oh, 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 der sieht mich. Nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pass auf, jetzt aber. Jetzt holen wir uns den Lappenkrieger da unten. Tschüss. Bloß keine Munition verschwenden. Das ist es nicht wert. Kopfschüsse mit der Pistole, die sind ja mal total nutzlos. So, jetzt. Ach, guck mal hier. Eine Falle. Ja, lecko mio. Der ist einfach so durchgelatscht, oder? Da ist auch eine. Können wir die entschärfen? Ja. Bärenfalle. Boah. Okay. Da unten ist auch noch eine. Da müssen wir aufpassen. Da ist die Falle. Okay, die Frage ist, wenn wir da jetzt einen reinlocken, ne? Kann ich speichern? Nee. Wenn du einen Bärenfall erhältst, halte R2 gedrückt und tippe R2, um sie zu platzieren. Okay. Das würde ich gerne testen. Vielleicht nicht unbedingt hier vorne. Das ist gut. Yeah. Da muss aber schon viel passieren, dass der da reinläuft, oder? Gucken, ob die da reinlatscht. Aber dann schreit die bestimmt, ne? Hm. Mist. Die hat die Falle gesehen, oder? Die Falle wird als blau angezeigt. Was passiert denn, wenn ich da jetzt einen Stein drauf werfe? Gar nichts, oder was? Kann ich die wieder mitnehmen? Ja. Okay, also Fallen gibt's. Oh ja, guck mal, hier sind ganz viele Fallen sogar.
glaube, ich bin zu weit weg, ne? Für alles, ja. Ob wir das hinkriegen, den in eine Falle zu locken. Ist doch was. Oh, nein, nicht mein Bein, mein Bein, mein Bein! Haben mich gesehen, den, ne? Ne. Okay, aber der lockt dann andere Leute an. Dann müssen wir da schon eine ganze Schar von Fallen aufbauen. Hier geht schon mal in Deckung. Kann jetzt nicht rausgucken. Das war bestimmt ganz schlau. Okay. Kann ich Fallen auch ins Inventar packen? Drei Stück sehe ich hier noch. Und drei sind auch noch über. Gut. Der eine hinten, der checkt gar nichts. Was war das? Da unten sind noch Stolperfallen. Blaue Fallen werden auch als unsere Fallen angezeigt. Okay, die Fallen würde ich gerne mitnehmen. Ist aber irgendwie unhilfreich, ne? Also sie müssten schon direkt in unserer Nähe sein, wenn dann. In ihre eigenen Fallen laufen die anscheinend nicht. Wieder einer weg. So, er hat das gerafft. Aber er ist nicht so schlau, wie er aussieht. Das ist gut. Das ist sehr hilfreich. Puh. Ich würde sagen, da ich nicht weiß, wo wir jetzt zeitlich stehen, obwohl, nee, komm, die beiden machen wir noch. Scheiß drauf. Aber jetzt stehen die da beide so rum, oder was? Na toll. Nee, der eine marschiert. Okay. So, die hier würde ich gerne einsammeln. Ohne reinzulatschen. Kann ich die denn so mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Das ist ja dämlich. Weil wir keinen Slot dafür haben, ne? Okay, ich würde aber gerne versuchen, noch einen da reinzulocken. Oh, was ist das denn hier? Zack, einmal weg damit. Und dann nehmen wir den mit. Stolperfallen. So, der steht da. Und jetzt bewegt er sich. Na, leck mich doch fett. Guck mal, hier ist auch noch eine Falle. Außen rum. Das sind ein Gebüschelein. Zack. So. Die will ich auch nochmal anlocken. Hey! Was? Komm. Damit kann ich ihn natürlich so ein bisschen bewegungsunfähig machen. Stirbt der? Mein Bein! Eine Bärenfalle! Nein! Der stirbt. Okay, dann brauche ich ja gar nichts tun. Nein! Nicht!
Oh, mein Bein! Mein Bein! Mein Bein! Mach's gut. Zack und tot. Jetzt ist nur noch einer da. Und ich bin Freaker. Oh Gott, hier ist ein ganzer Arsch voll den. Oh Mann. Der will bestimmt an die Leiche, ne? Hier. Gibt's Essen. Was? Kollege, hinter dir. Nicht! Mein Bein! Mein Bein! Mein Bein! Ah, 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 mein Bein! Das war der Lärm. Na! Das kann er wohl nicht. Okay. Leute. Das war der letzte. Ja, verpisst euch vom O'Leary Mountain. Ja, Mensch, wie schnell die denn da sind, ne? Abgeschlossen. Plünderer-Camp auch abgeschlossen. Und ich gehe wieder in Deckung. Bevor die mich auf die Pelle rücken. Gut, das Camp sehen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wird's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buße. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Bei Days Gone und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Ike, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Boozman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Dick, das wäre mir echt wichtig. Ja, Bosa. Jetzt ruh dich aus. Dick, ein Ende. Also, ich hoffe, wir haben es jetzt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.